Die Gisela hat sich heute Morgen aber nicht so sonderlich schön geschminkt, ne? Hatte keine Lust. Die hat sich nicht hübsch gemacht für unsere Zuschauer hier. Das gibt's doch nicht. Und sie wendet sich immer von mir ab. Sie guckt mich nicht an. Nee, schau. Schau, ich kann machen, was ich will. Sie guckt mich nicht an. Ich glaube, sie ist wütend auf uns, weil wir ihr so einen Namen verpasst haben. Ja, ich finde Gisela super. Ja, ich auch. Oh, hier kann man... Ah, sonst ich... Wer Gisela alles super findet, Daumen hoch. Gisela super. Wer gibt hier Daumen runter? Dann gibt's Stress, meine Freunde. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt schon ein großer Fan. Schau mich, bei mir wendet sie sich doch bei mir. Okay, ich mag Gisela nicht. Daumen runter mit ihr. Nein, nein. So. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ach ja? Ja. Ach, Gisela! Du dicke Kuh, geh mal hier weg, hier jetzt. Hinten drin ist noch. Hui, hätte ich ja gar nicht gesehen. Ach, ich habe auch eine Pfeife. Eine goldene Pfeife. Eieiei, das gibt ein Fest heute Abend, wa? Ja, du bist aber auch so eine Pfeife. Eine goldene Pfeife immer noch für dich. So, hier haben wir jetzt so einen sogenannten Shop. Hier kannst du deine Waffen verkaufen, kaufen und alles und überhaupt. Echt? Oh, cool. Ein Shop. Das sieht aber nicht wie ein Shop aus hier. Ja, hat auch ziemlich wenig im Angebot, muss man da so mal sagen. Okay. Ja gut, ist auch der erste Shop überhaupt im Spiel, aber trotzdem ziemlich wenig Angebot. Wenn du Waffen findest mit Slots, ne, da kannst du das mit irgendwelchen Steinen füllen und das gibt dann deinen Waffen irgendwelche magischen Angriffe, so wie Feuer, Eis oder was auch immer. Ja, ich habe einen gefunden mit einem Slot, aber der hat weniger Schaden als die Axt, die ich jetzt hier gefunden habe, die zwei. Ja, dann würde ich sie nicht nehmen. Ich würde alles verkaufen. Ja, verkaufe ich auch erstmal. So, kann ich jetzt... Ach ja, hier, diese ganzen Sachen. Ich kann so viel verkaufen, wie ich will, ne? Ja. Aber Chlor, so. So, was habe ich hier noch so? Jetzt könnten wir entweder nach Bre zurück... Wenn wir das denn so gerne möchten, da gäbe es einige geschichtliche Auseinandersetzungen mit zwischen den Bürgern oder was auch immer, so eben kleine Nebenquests, ist aber weniger spannend. Oder wir könnten hier weiter auf die Mauer und uns da auf die Lauer legen und ein paar Wanzen runterschmeißen, oder wie ging das? Waren das so Wanzen? Auf der Mauer, auf der Lauer hockt eine kleine Wanze. Ja genau, Wanzen. Schau dir nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Genau. Warte mal, ich hole mir noch hier so einen schicken Helm, glaube ich. Was kostet denn der? 272 und wie viel habe ich? Soll ich das jetzt dafür raushauen? Ich weiß nicht. Ich spare. Sag dir mal aus Erfahrung, es lohnt sich nicht wirklich, weil wir finden hier so viel auf unserer Reise und bis du mal eine gescheite Waffe kaufen kannst, da geht schon ein Zeitchen. So, jetzt sehen wir hier, Einzelfähigkampf, jetzt habe ich einfach mal so irgendwelche Wörter kombiniert, die es gar nicht gibt. Tode und sehen wir hier, beziehungsweise Wiederbelebungen abgetrennter Gliedmaßen. Ach, du bist der Abtrenn-Gliedmaßen-Schneid-Schnetzel-King. Ich bin auch der Zwerg. Dafür habe ich meisten wertvolle Gegenstände gefunden. Boah, gib doch an. Was habe ich denn hier? Die meisten Käse nur mit einem Schlag. Ja. So, weiterfahren, oder? Ja, ich würde sagen, wir brauchen gar nicht mal so viel Zeit für diese Sachen und schnetzeln gleich weiter. Um einen Elbenstein einzusetzen, wähle in deinem Inventar, was, ja gut, man kann auch den Text einfach so schnell einblenden, damit man ihn nicht lesen kann, aber okay. Ja, dieses Bild erinnert mich irgendwie an Orcs Must Die. Orcs Must Die? Kennst du das Spiel nicht? Kenn ich, also ich hab's schon mal gehört, aber es sagt mir auf jeden Fall was. Aber ich kann mich jetzt gerade voll nicht entsinnen, was das sein soll oder wo das sein soll oder warum. Ja, so ein Indie-Game. Ach so, okay. Ach, ist das das, wo die Orks aus den Ritzen kommen und du musst... Ja, genau. Aus den Spalten, ey. Aus den Spalten, genau. Spalten, Ritzen... Alles dasselbe. Diese blöde Namen auch einfallen an mir. Spalte.
Vor allem Ritze, ey. Zum Glück haben sie es nicht Ritze genannt. Kommt doch her, meine Freunde. Hat der Angst? Der sieht aber ziemlich stark aus hier. So, jetzt muss ich mich gerade mal so bequem hinsetzen und jetzt geht's auch schon wieder los. Oh, sieh mal. Okay. Bam, bitch. Two-Hit-KO mit einem Pfeil. Oh, der kann zaubern. Oh, ich hätte mal Tränke kaufen sollen. Fällt mir gerade ein. Und der Kopf ist schon weg. Ja, Tränke findest du auch massig. Also ich habe jetzt 9 Tränke. So, jetzt müssen wir das runterschieben hier. Schieb mich nicht mit. Das war's. Ui. Oh, unsere gute Gisela hat wieder Probleme. Ja, die hat immer Probleme. Ach, eine Truhe. Wo ist eine Truhe? Ach, da. Ja, bei mir. Da, wo die Gegner sind. Achtung, das Dach stürzt da. Ey, komm, geh mal K.O. hier. Was ist los mit dir? Alter Schwede. Ui. Da muss ich gerade mal einen Trank einsetzen und dem mal aufs Maul geben hier. Sonst gibt er nämlich keine Ruhe. So. Oh, den kann man nochmal finishen. So. Dann mache ich doch das mal. Zack. Ja, komm her. Wir spielen, habe ich überhaupt schon erwähnt, dass wir das auf normal spielen? Ich glaube ja, oder? Ja, hast du vorhin gesagt. Du hast gesagt, dass das schwierig sein soll. Aber schwierig ist es nicht, aber es ist sicher mal eine Herausforderung mehr, als wenn man es auf leicht spielen würde, was logisch ist. Zack! Zack ist die nächste Armbrust da unten. Und der letzte Gegner auch. Ne, der zweitletzte. Oh ne, da kommen noch welche. Ach, die liebe Gisela, ne? Die steht mal wieder völlig im Weg rum. Völlig fehl am Platz, die liebe gute Frau. Ja, Frauen halt, ne? Ich weiß schon, warum die nicht auf dem Schlachtfeld verloren haben. Ja, oh, ich muss auch ein bisschen auf Vorsicht geben, meine Frau neben mir. Und guckt mich jetzt böse an und sagt, du musst auf der Couch schlafen. Diese Narren da unten haben die Adler entkommen lassen. Ja, ja, die gute alte Couch. Oh, das sind aber viele hier. Mach mal Überraschung. Surprise. Zack. Da ist der erste auch schon down. Naja. Weicht doch hier nicht aus, ihr kleinen Feigling. Alter, wie viel hier aushalten, ne? Ui. Ich muss hier gerade mal einen Trank benutzen. So, jetzt habe ich nur noch 7. Da waren es nur noch 7. Diese Bogenschützen, ne? Eine Qual. Komm her. Stetzel, Hexen. So. Ui. Ich glaube, mit dem Gamepad lässt sich's besser spielen, aber... Was habe ich denn hier eingesammelt, was ich auf 4, so ein komischer Adler, den ich da einsetzen kann? Ach, Adler rufen, das war das. Ja, genau. Da kannst du deinen Adler rufen oder allgemein unseren Adler. Und der basht dann so ziemlich viele Gegner. Das ist so eine Special Attack. So eine Air Force, die du rufen kannst. Ah, hier kann ich nicht runterfallen. Du hast die Truhe schon ausgenommen, oder? Nee, habe ich noch nicht. Was? Jetzt habe ich sie. Dann los, mein kleiner Freund! Ja, wenn ich schnetzeln kann, dann ist doch ganz klar, was ich zuerst mache. Warte mal, ich habe hier so einen schönen Bogen. Den rüste ich jetzt gerade mal aus. Ja, ich gehe auch nochmal hier schnell bei mir reingucken. So. Oh, da habe ich andere Torsos. Ja, das sieht zwar... Doch, das sieht ganz angenehm aus. Oh, Fähigkeitspunkt. Hä, bringt das die... Steht das noch? Ich kann noch so einen Rundumschlag machen. Was ist das denn jetzt hier? Oh, ich habe einen Ring gefunden. Der Ring. Einen goldenen Ring sogar. Ein Messingring. So. I am ready to go. Ah, okay. So, warte noch. Es gibt ja, es kommt ja jetzt neuerdings ein neuer Film raus, ne? Im Dezember 12 kommt der Hobbit ja kommt raus. Der Hobbit raus, richtig, das Zwergenlied. Wie stehst du dazu so? Was hast du da für Erwartungen oder Hoffnungen oder? Ich lese gerade der Hobbit. Ach, du liest das gerade? Okay. Ich lese gerade im Buch, ja. Ich habe Herr der Ringe noch nicht gelesen, aber die Filme schon gesehen. Jetzt lese ich mal der Hobbit, bevor ich mal den Film sehe. Und, was ist der Eindruck? Ich muss ja sagen, das Buch ist ja sehr kindlich geschrieben. Ach ja? Ja, ja, es ist irgendwie ein Kinderbuch, finde ich. Okay. Also schon, weiß nicht,
Teenagerbuch, würde ich sagen. So wie Harry Potter der 1. Ist ja eigentlich auch nicht so ein Kinderbuch, sondern eher schon was für ältere Kinder, ne? Ja. Deswegen den Trailer, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, denke ich mal, dass es wie der normale Herr der Ringe-Filme wird. Also ich meine, ziemlich erwachsen, von daher weiß ich nicht. Ja, ich hoffe es doch, denn sonst würde das ganze Herr der Ringe-Dingens an sich ziemlich an Glaubwürdigkeit und Charme verlieren, so finde ich jetzt aber. Naja, also ich bin jetzt mal fest davon überzeugt, dass Herr der Ringe kein Kinderfilm ist, oder? Also. Nee, Herr der Ringe, also ich meine, ich glaube, der erste war noch ab 12 und die anderen... Ach ja, war der ab 12? Der war noch ab 12, genau, der war ja auch relativ harmlos, aber der andere, die anderen waren alle ab 16. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der so ab 12 war. Ich dachte, der wäre ab 16. Aber okay. Ja. Ich hoffe auch, ne? Also ich bin da schon gespannt. Also das Buch finde ich jetzt relativ kindlich, hat mich überrascht, ne? Dachte, das geht jetzt auch. Also ich muss mal die anderen Herr der Ringe Bücher lesen, aber mal gucken, ey. Ja. Aber ja. Ja, ich bin auch froh, ne, dass dann wieder so erwachsene Fantasy-Filme rauskommen, ey. Ja, auf jeden Fall. So wie Herr der Ringe damals, das war echt... Ja, das ist einfach ein Klassiker, oder? Du gehst auf New Island, also Neuseeland und New Zealand heißt New Island, was laber ich denn da? Du gehst auf Neuseeland und verfilmst da einen riesig geilen Film. Also das muss doch einfach geil werden. Schade, dass Herr der Ringe der einzige Klassiker bleibt, natürlich mit Harry Potter zusammen, aber das sind halt so Filme, die halt prägen, ne? So. Ja gut, Aragorn gab es ja auch schon, die Verfilmung. Also ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst, aber die Bücher ja, sind ja leider, Hammer. Aber ja, der Film leider ist nur so ein Schrott. Ja? Der ist mega Schrott. Also ich hab das Spiel gespielt, damals auf PS2, und ich habe auch den Film geguckt. Ich fand die Story so an sich ganz nice, aber ich muss sagen, auch der Film, ja, schade, dass der anscheinend der Stil nicht so getroffen wurde, wie es im Buch vorhergesehen war. Auch waren ja viel mehr Filme geplant, bis er halt dann so schlecht ankam und dann keine weitere... Ja, der Film hat mit dem Buch nichts zu tun. Ich meine, die sind in 1,5 Stunden da durch das Buch gerannt. Also das Buch ist ja riesig. Ja. Und die haben die Hälfte... die haben 90% der Story haben sie weggelassen in dem Film. Deswegen ist der so schlecht angekommen. Das ist ja das Gute an Herr der Ringe. Ja. Da fehlen auch zwar wir, viel, ja. Aber ich meine, die haben wenigstens Zeit investiert. Die Mauer ist frei. Gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Na, das kennen wir aber ja. Die Filme, die den Stadt Büchern nicht gerecht werden können, leider. Ja. Gibt's immer wieder. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht, doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. So, jetzt habe ich gerade mal einen Schluck Cola genommen hier. Eladan und Elro hier suchen wir. Ha. Das rennt sich. Das jetzt gerade so verstanden habe. Das sind zwei Elbenbrüder, die irgendwo hier in den Ruinen rumrennen. Und das ist nichts weiter als wieder ein Shop. Ich guck nur gerade. Vielleicht sind, da sind Eladan und Elro hier. Da waren sie gerade. Du hast sie jetzt verpasst. Bringt den Abschaum zurück. Damit. Schnell, wir müssen Eladan und Elro hier damit folgen. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Den Osterhasen verpasst. Hier die gibt's. Die Tür ist jetzt offen. Plus eins Ausdauer. Schanze auf Kraftkugel. Zack. Uiuiuiuiuiui. Ach, dem habe ich gerade mit einem Pfeil ins Knie gegeben. Da ist der Nächste. Gibst du mir gerade ein bisschen Deckung, damit ich hier feuern kann? Oh, du bist schon weiter. Ich war noch am Shop, okay. Ach so, das bist gar nicht du, der hier vor mir steht. Ich dachte, du gibst mir jetzt von hier Deckung, aber in dem Fall... Ich renn schon. Alter Schwede, was der eins blocken kann, ne? So mal in den Bauch gekniffen. Da ist er. Zack. Ach, ich schieß da immer ins Holz rein. Große Feder, oh. Ja, komm mal raus da. Ist ein doofer Gegner da oben. Ja gut, dann lasse ich den jetzt einfach mal. Hui! Die Andriel hat hier Schwierigkeiten. Zack! Boah, kannst du einprügeln auf die Viecher. Das wird dich niederstrecken. So, kommt her, meine Freunde.
Ach, der ist noch nicht tot? Mann, ich denke immer, der ist tot, aber dann... Ja, wo steigen die wieder auf? Die jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen. So, jetzt aber ohne Bein kann er nicht mehr gut aufstehen. So, hier schießen noch irgendwelche Pfeile. Aber ja, ja, das wäre da oben. Den habe ich vorhin versucht abzuschießen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ach, jetzt ist er tot. Gut. Der ist einfach mal so vom Erdboden verschwunden. Warte mal, hier, glaube ich, gibt es noch eine Truhe. Ja, ich habe da schon irgendwo was gesehen. Irgendwo hier oben, glaube ich, aber da kannst du nicht weiter. Hm.